Endlich ist es soweit. Die Entwickler haben soeben die 9. Erweiterung für die Sims 4 namens Nachhaltig Leben angekündigt, dessen Trailer ich in diesem Video für euch analysieren möchte. Erstmal legt das Pack einen starken Fokus auf den Umweltaspekt, welches ebenfalls eine neue Welt namens Evergreen Haber beinhaltet. Es wird Solarzellen und Windräder sowie Tausammler zur Stromerzeugung geben, mit denen ihr jetzt anders als früher selber euren Strom erzeugen könnt. Auch können eure Sims politische Entscheidungen treffen, um den ökologischen Fußabdruck zu beeinflussen. An neuen Objekten steht unter anderem ein Tisch zum Kerzenziehen und eine Presse, um Müll verarbeiten zu können, bereit. Der Trailer beginnt mit einer Szene aus der neuen dunklen Welt von Evergreen Haber. Der Kran im Vordergrund wird vermutlich ein neues Deko-Objekt sein, dafür aber sehen wir ein paar neue Grundstücke, welche auf den ersten Blick eher nach Wohngrundstücken aussehen. Beachtet besonders das gelbe Geländergerüst hier links, die neue Region scheint auch wieder visuell etwas auf dem Kasten zu haben. Logischerweise sind die Sims in dieser Szene nicht wirklich sonderlich von dem vielen Müll begeistert, die neue Region scheint extrem verdreckt zu sein. Der Klamottenstil in diesem Pack lässt sich als modern beschreiben, auch die neuen Frisuren gefallen mir auf den ersten Blick ganz gut. Dieser Sim hier wird von vielen Fliegen attackiert, ob damit auch eine neue Todesart zusammenhängt? Jetzt gibt es auch die großen Mülltonnen aus den Vorgängern wieder im Spiel, in dem dieser Sim genüsslich badet. Was genau könnte dieses kleine Häuschen hier auf dem Grundstück darstellen, ein neues Dixie-Klo? Neben ein paar neuen Tapeten und Böden fällt mir hier direkt diese riesengroße neue Überdachung für die Terrasse sowie natürlich diese neue große Maschine auf, mit der man laut Blogbeitrag gesammelten Müll wieder in funktionierende Gegenstände, unter anderem auch Möbel, verwandeln kann. Schaut euch ebenfalls diese Motorräder rechts an, hoffentlich kann man diese ebenfalls benutzen. Die nächste Szene zeigt ein ebenfalls neues Feature im Spiel, das Kerzenziehen. Die Kerzen gibt es wohl in vielen verschiedenen Formen, Farben und Ausführungen, welche ebenfalls in der neuen Karriere des Freelancer-Fabrikanten neben anderen Gegenständen wie sprudelnde Säfte, Upcycling-Objekte und mehr verkauft werden können. Als nächstes befinden wir uns wieder in der Region vom Anfang, dessen Grundstück mit großen Containern und Müll vollgestellt ist. Die Sims arbeiten zusammen und schreiben hier auf die neue Abstimmungstafel, an der jede Woche an neuen Gemeinschaftsprojekten teilgenommen werden können. Ob darstellende Künste, ein wöchentliches Trainingsprogramm, Upcycling-Initiativen fördern, es gibt viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. So wie es aussieht, können eure Sims ebenfalls an eigenen Ständen ihre Sachen verkaufen. Für die Sims gibt es auch verschiedene Maschinen, an denen gearbeitet werden kann. Wenn sich alle besonders anstrengen, erstrahlt die Region von Evergreen Haber wieder im neuen Glanz. Scheinbar kann man Müll so weit wegräumen, dass in der Welt auch Wanderwege entstehen können. Dieser Sim hält eine kleine Raupe oder ein anderes Tier in der Hand. Der Kasten erinnert etwas an die Bienenstöcke aus dem Jahreszeiten-Erweiterungspack. Weiter bastelt der Sim hier an Konzepten für ein neuartiges Gerät, das er auch gleich in die Tat umsetzt. Beachtet hier auf dem Dach die sich drehenden Windräder. Es wird ebenfalls möglich sein, das Dach zu begrünen. Und noch ein weiterer Baumodus-Inhalt lässt sich hier entdecken, die Leitern kehren zurück ins Spiel. Die neuen Solarzellen gibt es fürs Dach und für den Boden. Die Region im Hintergrund sieht ausnahmsweise etwas moderner aus. Die Welt wird sich dynamisch verändern, lustigerweise wurden hier nach dem Begrünen ebenfalls auch die verlassenen Eisenbahnwaggons befüllt. Da sich mit dem Schnitt hier 5 verschiedene Grundstücke verändern, gehe ich davon aus, dass es in dieser Region mindestens 5 neue, sehr kleine Grundstücke zum Bewohnen gibt. Noch mehr Kleinigkeiten lassen sich entdecken. Es gibt eine neue begrünte Dachart, hier unten scheint man eine Art Regenauffangsystem zu sehen. Damit wären wir auch am Ende dieses Trailers angekommen. In der neuen Welt können ebenfalls Polarlichter leuchten, wenn ihr euch genügend anstrengt. Für alle Cars-Fans habe ich ebenfalls ein extrem cooles Detail auf dem Renner des Packs erkennen können. Es gibt neue Ohrplugs für die Sims. Die Sims 4 Nachhaltig Leben erscheint am 5. Juni 2020 für PC, Mac und die Konsolen und wird wie immer 40 Euro kosten. Wenn euch diese Trailer-Analyse gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bei Instant Gaming gibt es das Pack aber ebenfalls wieder günstiger. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn diese auch die neue Erweiterung anbieten. Wie wirkt der neue Trailer auf euch? Freut ihr euch auf das Pack? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.